Ja, mein Name ist Brigitte Lutz. Ich arbeite hauptberuflich bei der Stadt Wien, bin dort für vieles zuständig, unter anderem auch für das Thema Open Government, Open Government Data, und bin auch Sprecherin der Cooperation OGD Österreich. Das heißt, ich würde gerne einen kurzen Abriss machen, was tut sich bei OGD in Österreich, und dann einen gemeinsamen Workshop machen, was so die Erwartungen, sage ich mal, unserer potenziellen Nutzerinnen und Nutzer sein könnten oder was wir eventuell für Ideen, die es gibt, noch mit aufnehmen könnten in unsere Weiterentwicklung. Ja, wie gesagt, ein Abriss, was tut sich so in Österreich und darüber hinaus. Wir sehen Open Data als Treiber für Open Innovation, weil das natürlich ein der Trigger ist, wie man Open Innovation, das heißt auch das Wissen der vielen hineinbringen kann und wie wir da auch einen Trigger setzen können, um Weiterentwicklungen zu fördern, auch am Wirtschaftsstandort Wien und so weiter. Dann möchte ich ein paar Beispiele bringen, die schon durch offene Daten entstanden sind. Und dann würde ich eben diesen kleinen Workshop-Teil bzw. Diskussion machen, was wären Ihre Ideen und Erwartungen, was das Thema Open Data in Österreich betrifft. Wer weiß, was Open Data ist? Okay. Ich habe die wichtigsten Punkte hier zusammengefasst, wo wir von Open Data sprechen. Es gibt natürlich diese Definition der Sunlight Foundation, wo es 10 Punkte gibt. Wobei aus unserer Sicht sind es die wichtigsten einmal, wir reden bei Open Data nicht von personenbezogenen Daten, nicht von schützenswerten, sicherheitskritischen Daten. Das heißt, wenn eine Organisation sich mit dem Thema beschließt, ist das gleich einmal so vorab diese Datenklassifikation, wo man sich Daten anschaut. Das wären eigentlich Daten, die öffentlich sind, die man normalerweise auf der Webseite publizieren würde. Also so ist so die einfache Denke mal. Wo aber der Unterschied ist zwischen Daten, die man auf einer Webseite publiziert, und zwischen Open Data, dass sie mal wirklich frei verfügbar sind. Das heißt, dass auch das Lizenzmodell dazu passt mit der Nutzung, dass sie maschinenlesbar sind. Maschinenlesbar in dem Sinn, maschinenlesbare offene Formate. Darunter fällt auch das Thema mit barrierefreier Zugriff. Das heißt, sie sollte eigentlich zum Beispiel keine Excel-Datei veröffentlichen, weil da bräuchte man ja schon einen Zugang über Excel, sondern ein CSV, Estate of the Art oder andere offene Formate. Auch kein Zugriff, wo überprüft wird mit User-Passwort zum Beispiel, ein Einstieg, um auf diese Daten zu kommen. Ja, und warum tun wir das? Open Data kommt ja eigentlich so aus dem Obama, Open Government, Diskussionen, ganz einfach, um die öffentliche Verwaltung transparenter, offener zu machen, um die Kollaboration mit der Öffentlichkeit zu fördern und auch um die Partizipation zu fördern. Wobei streng genommen von der Definition her wäre Open Government Data die offenen Daten der Verwaltung und Open Data eigentlich alle Daten, die halt unter diese Definition fallen. Es gibt Open Government Data in Österreich eigentlich mittlerweile relativ lang. Die Stadt Wien war die Pionierin. Also wir hatten 2011 das erste Portal im deutschsprachigen Raum. Kurz hinter uns waren dann die Linzer und die Berliner. Also das ist dann um Tage eigentlich gegangen. Wobei wir hatten schon vorher einen Austausch mit allen. Also das Thema Open Data ist eigentlich eh von diesem Open Source Gedanken auch getroffen, sehr kollaborativ, sehr offenes Zusammenarbeiten. Also wir haben zum Beispiel auch schon vorab, damals mit der Stadt Wien und Stadt Salzburg, wo wir schon wussten, die werden sich auch mit dem Thema Open Data beschäftigen, einen Austausch, und haben zum Beispiel das erste Metadatenmodell für Österreich gemeinsam erarbeitet. Damals waren wir zu früh dran, da hat es nichts gegeben. Mittlerweile gibt es ein europäisches Datenportal und so weiter und auch Metadatendefinitionen. Aber da waren wir wirklich unter den Pionieren und haben das eben vorab schon erarbeitet. Was unsere Stärke, glaube ich, ist, dass wir von Anfang an den offenen Austausch mit der Community meinen wir alle die, die unsere Daten nutzen, gepflegt haben. Wir kennen die Community teilweise persönlich und haben eigentlich von Anfang an immer öffentliche Plattformtreffen auch durchgeführt. Das heißt, wir kennen die Community
speziell aus der Start-up-Szene, aus der Forschung weitere Interessierte, aber auch aus der Wirtschaft. Wobei Wirtschaft, dort haben wir auch diskutiert, und mehrmals mit der Wirtschaftskammer, die sind halt noch immer sehr skeptisch dem Thema Open Data gegenüber, weil sie anscheinend noch immer nicht diesen Zauber der Verwaltung trauen. Bleibt es wirklich stabil, was da veröffentlicht wird? Kann man da quasi Geschäftsmodelle darauf aufbauen und so weiter? Also da haben wir schon öfter mit der Wirtschaftskammer darüber diskutiert. Wobei ich sage, als Verwaltung können wir uns das ja nicht leisten. Also wir können sicher nicht dieses Datenportal, das wir jetzt schon 2011 online haben, mit diesen Daten nicht auf einmal stilllegen. Außer es passiert politisch was ganz Schlimmes. Also in den USA, schlimm würde ich nicht sagen, seit es Trump gibt, ist zum Beispiel eins der Open Data Portale dort auf einmal von den Daten leergeräumt worden. Also von wegen Nachhaltigkeit war dort kein Thema, aber ich glaube, das passiert in Österreich nicht so schnell. Genau. Schon vorher gesagt, wir sehen die offenen Daten immer als Trigger auch für viele Anwendungen und auch für Open Innovation, sondern im Digitalisierungsbereich. Und da freuen wir uns sehr, dass mit den Daten Wien schon mehr als 220 uns bekannte Apps und Visualisierungen entstanden sind. Ich sage uns bekannte, weil wir so ein Meldeformular haben auf unserer Plattform, wo wir darum ersuchen, wenn schon die Daten genutzt werden, wir benutzen da die Creative Commons Lizenz, CC BY, also Namensnennung, dann wäre es doch nett, uns auch diese Anwendungen zurückzumelden. Einerseits sagen viele, das ist schon ein bisschen ein Werbeträger, wenn die Stadt Wien oder wenn auch der Österreich DataGVAD dann diese Anwendungen auflistet, ist sozusagen akzeptiert auch von der öffentlichen Verwaltung, und andererseits bekommen wir tolles Feedback, was passiert denn eigentlich mit den Daten, was uns intern auch wieder hilft, die datenbereitstellenden Stellen zu motivieren. Gebt da auch eure Daten raus, ihr seht, es passiert ja auch was damit. Es passiert was, was einen großen Nutzen auch hervorbringt. Womit uns wir beschäftigen, also in vielen, vielen Iterationsphasen mit Höhen und Tiefen, aber mittlerweile kann ich von Wien sagen, dass wir intern so weit sind, dass das Öffnen von Daten schon selbstverständlich ist. Das war in der ersten Zeit nicht, da gab es natürlich einige Abteilungen, das waren die Vorreiter, die schon immer ein bisschen mit dem Datenöffnen Erfahrung hatten, besonders im Geodatenbereich oder im Statistikbereich, denen ist es leichter gefallen, so den Gedanken zu haben, einmal Daten offen zu legen. Bei anderen war es halt schwieriger, da sind die üblichen Vorbehalte gekommen, was passiert mit unseren Daten überhaupt, was ist, wenn die falsch interpretiert werden, was ist, wenn die verfälscht werden, was ist, wenn man, weiß ich nicht, einen Shitstorm deswegen haben, und alles, das ist nicht passiert. Also mittlerweile ist auch das Vertrauen dann schon so allgemein in die Verwaltung gekommen. Wobei ich glaube, das ist jetzt auch ein Kulturwandel, der sich generell vollzieht, dass man sagt, man wird offener, man betreibt einen offenen Austausch auch. Es war so signifikant, wir haben jährlich Workshops mit unseren Abteilungen gemacht, wo wir über das Thema Open Data geredet haben, was planen wir im nächsten Jahr, und im ersten Jahr war das ein rein interner Workshop. Zwei Jahre später haben wir uns dann schon getraut, ein paar von den App-Entwicklern einzuladen, damit die auch sagen, wie toll die Geschichte ist und was sie für Erfahrungen haben. Die mussten aber dann nach ihrem Beitrag sozusagen gehen, und dann war es wieder eine interne Veranstaltung, und bei den letzten Workshops waren die Workshops schon so offen, dass die Externen quasi, also die Gäste, die wir eingeladen haben, ganz einfach dabei waren und im Workshop mitgearbeitet haben. Also da sieht man auch schon, wie dieses Verhalten auch gegenüber der Öffentlichkeit verändert hat. Wir sagen unseren Dienststellen, wir haben so ein internes Kompetenzzentrum gegründet, wo wir die Dienststellen unterstützen beim Publizieren der Daten. Wenn ihr Open Data publiziert, dann publiziert ihr sorgenfrei und erfüllt auch proaktiv alle gesetzlichen Verpflichtungen. Das ist einmal die Umsetzung der PSI-Richtlinie, der europäischen PSI-Richtlinie, Public Sector Information Richtlinie, das österreichische Informationsweiterverwendungsgesetz, wir haben auch ein Wiener Informationsweiterverwendungsgesetz, das WIWG, und auch zukünftige Informationsfreiheitsgesetze, sofern sie kommen, oder was eben geplant ist in der Bundesverfassung, so einen Passus der Aufhebung der Amtsverschwiegenheit, wäre an und für sich mit Open Data alles erfüllt. Also das ist so unsere Argumentation, weil die öffentliche Verwaltung natürlich sehr juristengetrieben ist und die haben immer alle Ängste, und deren Job ist es natürlich, das Unternehmen zu schützen. Da kann man schon mit der Keule kommen und kann sagen, aber ihr erfüllt ja auch rechtliche Verpflichtungen, das ist nicht nur was Freiwilliges.
Außerdem wollen wir eben da Transparenz erreichen und auch partizipative Projekte damit unterstützen. Und wir denken auch, dass es so ähnlich wie bei dem Thema Open Source Software für junge Unternehmen, für Startups, ganz einfach mehr Spielraum gibt, wenn man auch einmal starten kann mit Daten, die kostenlos zur Verfügung stehen und einfach frei verfügbar sind und wenn man schon die ersten Experimente machen kann. Und ich denke, dass wir auch den Wirtschaftsstandort damit gefördert haben. Wir haben auch wirklich einige Beispiele, wo die Firmen dann schon gesagt haben, ohne Open Data gäbe es uns nicht. Also da sind so die Startups, ZoomSquare war das zum Beispiel, die sind mittlerweile sehr groß geworden und auch international unterwegs. Die haben aber gestartet mit ein paar Open Data Sätzen. Und wir glauben auch, dass man das Thema Kreativität durchaus fördern kann. Weil wir oft intern aus unserer Brille gar nicht auf die Ideen kämen, was kann man mit den Daten eigentlich alles tun. Das ist zuletzt bis zu einer Anwendung gegangen. Es steht in der Seestadt, dass dort ein Kunstobjekt kreiert worden ist, wo die Echtzeitdaten der Wiener Linien verwendet werden und wo man eben dann erkennen kann, in wie vielen Minuten kommt die nächste U-Bahn. Ist aber ein schönes Kunstobjekt, das halt nur mit einer Digitalanzeige die nächste U-Bahn dann anzeigt, basierend auf Open Data. Wiener Linien gehören zur Stadt Wien. Sind die Besitzer der Stadt Wien, der Eigentümer der Stadt Wien, also die Eigentümer der Wiener Linien ist die Stadt Wien. Und darum haben wir gesagt, damals wie die Diskussion auch war mit der Eröffnung der Daten, die werden wir natürlich auf dem Wiener Portal bzw. auf dem österreichischen Open Data Portal publizieren, die Daten. Also Wiener Linien sind Stadt Wien. Die fühlen sich aber manchmal selber auch nicht so, das stimmt. Wir haben sie in unserem Kompetenzzentrum drinnen und die reden auch immer von der Stadt Wien und ich sage dann immer, sind aber schon wir alle miteinander. Ne? Wir haben von Anfang an in sogenannten Datenphasen publiziert. Das heißt, wir publizieren nicht Daten laufend, ohne dass jemand bemerkt, sondern haben quartalsweise Datenphasen, also 4 Datenphasen in jedem Jahr. Und mittlerweile sind wir jetzt bei der Datenphase 26, das heißt im Juni, wir haben immer März, Juni, September und Dezember als Datenphasen. Im Juni folgt die OGD Phase 27 und sukzessive sieht man, dass immer mehr Datensätze publiziert haben. Datensätze heißt eigentlich Metadatenblätter, wo dahinter Ressourcen liegen. Also zum Beispiel bei Geodatensätzen viele, viele Geoformate dahinter liegen. Also das heißt nicht Anzahl der Datensätze, sondern Anzahl der Metadatenblätter. Vor einiger Zeit haben wir auch begonnen, Open Documents zu publizieren. Das entspricht nicht per se nicht der Richtlinie mit Maschinen lesbar, aber an und für sich der PEC-Richtlinie und wir haben das ein Dokument verfasst, auch in Österreich, wo wir sagen, an und für sich werden auch PDF-Dokumente, die unter den gleichen Bedingungen zu publizieren sind, auch dort zu publizieren. Und schön wäre es natürlich, ein wunderschönes Beispiel, den Energiebericht der Stadt Wien, wenn die zugrunde liegenden Datensätze für den Energiebericht aber dann wieder in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stehen und man hat quasi das menschenlesbare Dokument auch dazu. Und deswegen sieht man, seit eineinhalb Jahren circa publizieren wir auch Dokumente auf dem gleichen Portal, sind aber als Open Documents gekennzeichnet und sieht man auch in einem getrennten Reiter. Und man sieht auch recht schön, dass es einen Anstieg der, wir sagen Apps, aber der Apps und Visualisierungen, also aller Anwendungen gibt, die damit geschaffen werden. Wie gesagt, jetzt stehen wir bei 220, die uns gemeldet worden sind. Dunkelziffer gibt sich auch dabei, aber das ist schon einmal eine schöne Relation. Wir kennen uns von den deutschen Kollegen, mit denen wir in Kontakt sind, oder mit den Schweizern, die haben magere 6 bis 7 Anwendungen auf ihren Portalen gelistet. Warum auch immer das so ist, aber ich glaube, bei uns hat das sehr viel eben mit diesem offenen Austausch und Kontakt auch zu tun, dass wir die Leute auch persönlich auffordern, eben die Anwendungen zu melden. Ne? Ja. Ja. Also sieht man auch, ja. Sind Sie online? Ja, also wenn Sie auf data.gv.at gehen, da sind es dann noch mehr, weil dort haben wir die österreichweiten Datensätze. Da sieht man unter Anwendungen dann aufgelistet alles, was es so gibt. Und man sieht auch bei irgendeiner Anwendung, wenn Sie reingehen, welche Datensätze die Anwendung verwendet zum Beispiel. Also kann man vice versa verlinken von einem Datensatz, kann man auch auf die Anwendung schauen.
Wir glauben auch, wie ich vorher Deutschland erwähnt habe, dass unsere niederschwelligen Nutzungsbedingungen, auf die wir uns österreichweit geeinigt haben, dazu beitragen, dass die Daten so gerne verwendet werden. Eine Creative Commons Lizenz ist ganz klar, was die aussagt. Wir haben uns für die einfache Variante mit der Namensnennung im ersten einmal geeinigt. Also ist lediglich bei der Anwendung dann irgendwo zu vermerken, verwendet Daten der Stadt Wien, der Stadt Linz, von wem auch immer. Und die Daten können ganz einfach frei auch für kommerzielle Anwendungen genutzt werden. Ja, vielleicht noch zum Herzeigen, welche Portale gibt es denn und wo sucht man am einfachsten die offenen Daten? Es gibt natürlich, das haben wir föderal in Österreich, lokale Portale der einzelnen Bundesländer, der einzelnen Städte und so weiter. Die haben ganz einfach die Nomenklatur Data. Dann Organisation, also Wien oder NÖ oder Oberösterreich oder ich sage immer der Ort Engerwitzdorf, data.engerwitzdorf.gv.at, da war eine sehr aktive Gemeinde in Oberösterreich, die haben auch Open Data publiziert. Gibt es natürlich alles lokal, weil jeder möchte sich auch mit seinem Open Data Portal darstellen, das ist halt auch eine Marketinggeschichte. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass alle Metadaten geharvestet oder gesammelt werden auf data.gv.at. Das ist unser zentrales österreichisches Open Government Data Portal. Dort sind alle Daten, also ist das Verzeichnis aller offenen Datensätze aller öffentlichen Gebietskörperschaften von Österreich. Wir haben ein zweites Portal, ein Schwesternportal, haben wir ziemlich am Anfang schon kreiert, das opendataportal.at, gleiche Software, gleiche Nutzungsbedingungen, schaut ein bisschen anders aus, wo wir Platz geben für alle anderen, die nicht Verwaltung sind, ihre offenen Daten zu publizieren. Das ist natürlich kein Selbstläufer. Da haben wir ein kleines Team dahinter sitzen, das Open Data Portal ist in Kooperation mit Wikimedia Österreich entstanden und auch mit der Open Knowledge Foundation Österreich, ein kleines Team, das sich natürlich bemüht, auch Dateneinsteller zu finden, aber es gibt die gleichen Probleme, sage ich mal, die gleichen Hürden wie in der öffentlichen Verwaltung, bei jeder Firma, die wir bis jetzt in Kontakt hatten, die kennen sich mit den Datenformaten nicht aus, wenn man wirklich maschinenlesbare Formate erzeugt. Die tun sich schwer mit dem Publizieren, da ist es genauso dieses juristische Bedenken, was passiert eigentlich mit unseren offenen Daten und so weiter. Also deswegen geht es ein bisschen holpernd vor sich. Wir probieren das mit Great Camps und so weiter zu unterstützen, auch unterstützt vom BMFIT. Aber es geht holpernd. Unsere Botschaft, falls Sie offene Daten haben, bitte am Open Data Portal publizieren. Es gibt auch mittlerweile auf data.gv.at und vice versa, also vice versa ist noch nicht umgesetzt, aber seit einigen Tagen, wenn man auf data.gv.at die Datensätze sucht, wird auch mit diesen Suchbegriffen auf dem Open Data Portal gesucht und wird angezeigt, also auch dort gibt es weitere offene Daten. Und was lang schon in der Historie gibt, das ist rechts abgebildet in Speyer Österreich, das ist quasi die gesetzliche Verpflichtung, georeferenzierte Daten zu publizieren. Das ist auch eine EU-Vorschrift, sehr strikt und streng nach einem Zeitplan. Also auch da gibt es georeferenzierte Daten, wobei wir sagen in Wien, alle Inspire-Daten sind auch auf data.gv.at zu finden. Aber das macht nicht jeder Gebietskörperschaft, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Jedenfalls alle diese Portale, also diese drei derzeit data.gv.at, opendataportal.at und das Inspire-Portal werden alle ins europäische Datenportal geharvestet, das mittlerweile seit 2 Jahren gibt. Das heißt, für international ist Österreich auch auf diesem Open Data Portal zu finden. Harvesting heißt ganz einfach, die werden dort auch abgebildet in regelmäßigen Abständen, eben abgesaugt vom europäischen Datenportal. Also für diejenigen, die eher international suchen, sagt, europäisches Datenportal heißt nicht nur EU-Länder, auch die Schweiz ist dort zu finden und so weiter, kann man also durchaus internationale Datensätze dort finden und verwenden. Dort muss man allerdings aufpassen, weil so einfach wie in Österreich haben es die anderen nicht, da gibt es durchaus unterschiedliche Nutzungsbedingungen für diese offenen Daten. Ja, was haben wir heuer im Jahr 2017 für Schwerpunkte, vielleicht einen kurzen Abriss nur. Da in der Mitte taucht das Open Data Dachli aus. Wir haben uns schon ziemlich am Anfang mit Deutschland, also Dachli steht für Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein, in Workshops und in Konferenzen ausgetauscht zum Thema Open Government Data. Die Konferenzen gibt es noch immer, heuer ist die Schweiz dran, das heißt, wir sind im Juni in der Schweiz.
ist die 6. OGT-Dachli-Konferenz nächstes Jahr. Machen wir vielleicht sogar einen Ausflug einmal nach Südtirol oder ist es dann wieder in Wien. Jedenfalls sind wir dann noch immer im Austausch und halten auch regelmäßige Workshops gemeinsam ab. Ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben vom Data Market Austria. Auch dort sind wir beteiligt mit dem Thema Open Data, ist ein Randthema, aber da soll natürlich das Thema Datenmarkt Österreich aufgebaut werden. Das europäische Datenportal, auch da sind wir in engen Austausch mit den Kollegen. Also das ist nichts nur Anonymes, dass wir die Daten hinschicken, sondern dass wir auch da vice versa auch Verbesserungen erarbeiten. Und was recht schön ist, das ist Rechtsbewertung vom Open Data Institute in Zusammenarbeit mit dem European Data Portal. Da steht Österreich da rechts oben in diesem Leibchen und der Open Data Trendsetter haben sie uns eingestuft. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Wobei, da dürfen wir uns nicht ausruhen auf dieser Position. Deswegen liegt es mir auch am Herzen, da Ihre Inputs auch zu sammeln, was können wir eventuell noch tun, verbessern und so weiter, dass wir bei diesen Trendsettern auch bleiben. Die anderen holen uns ab. Bisher haben wir halt gepunktet, dass wir sehr zeitig dran waren, dass wir relativ viele Datensätze in relativ guter Datenqualität publizieren, dass wir das mit den Nutzungsbedingungen ganz gut hinbekommen haben, aber das ist es schon. Ich glaube, wir sollten in Österreich ein bisschen mehr an dieser Open-Data-Kultur und so weiter auch arbeiten und das Thema auch bekannter machen. Oder bin auch offen für Ihre Ideen. In Wien sagen wir, das ist ein Teil aus unserer OGT-Strategie, dass wir natürlich das Bewährte fortsetzen. Bewährt fortsetzen heißt diese quartalsweisen Datenphasen. Die sind deshalb auch gut, weil wir ja immer quartalsweise dann auch eine Plattform, eine öffentliche Face-to-Face-Plattform abhalten. Da sind die Termine schon übers Jahr bekannt, das heißt, das kann man sich einteilen. Wir arbeiten da auch mit der Open Knowledge Foundation zusammen. Also dabei wollen wir bleiben, das hat sich bewährt, auch ein bisschen marketingtechnisch, weil so eine Datenphase kann man immer besser verkaufen, auch für unsere Dienste, als nur irgendwann tröpfelnd im Daten veröffentlicht würden. Wir bemühen uns, neue Akzente zu setzen, sind eben neue Themenbereiche zum Beispiel aufzumachen oder auch schon schauen, dass wir in Great Camps zum Beispiel auch mit der Öffentlichkeit eben auf Basis unserer Daten gute Lösungen bauen. Wir versuchen mit unseren Dienststellen die Datenschätze zu heben, die eventuell noch verborgen sind und das auch bekannt zu machen. Die Themenbereiche, die wir forcieren wollen, sind halt die heiklen. Und das ist der Gesundheitsbereich, da haben wir bis dato noch sehr wenig publiziert. Die Wiener Linien ist schon ein Themenbereich, wo wir immer noch dran arbeiten. Sie haben zwar ihre Daten publiziert, aber so ehrlich, dieses Kulturthema ist dort noch nicht angekommen. Aber da das heißt konkret, Sie verstehen nicht, dass das durchaus auch ein Marketingthema sein kann, wo man dranbleiben muss und wo man auch mehr tun könnte. Es ist schon seit Jahren zum Beispiel das Thema, im GTFS-Format auch Daten zu publizieren. Derzeit sind sie ja nur als Service publiziert und nicht als wirkliche, als echte Open Data mehr oder weniger. Naja. Was heißt als echte Open Data? Also echte Open Data würde heißen, wirklich im Rohformat. Und eins dieser Rohformate ist eben dieses GTFS-Format, kommt eigentlich aus Google, heißt aber mittlerweile General Transport Service Format, ja. GTF-Format for Integration oder so irgendwie. Also dieses Format. Feed, okay. Ja. Es hat schon gute Gründe, warum es noch nicht publiziert ist, weil dieses Format eben ein dummes Format ist. Und zum Beispiel, das sagen schon die Wiener Linien und verstehe ich auch, gewisse Dinge können in dem Format nicht abgebildet werden, die wir in Wien aber haben. Kurzführungen von irgendwelchen Linien und so weiter, das kann das Format nicht anbieten. Und selbstverständlich kommen dann Rückfragen aber an die Wiener Linien, wenn dann jemand steht mit einer App, die halt diese Daten verwendet und sieht aber, das passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was da in Natur geschieht. Da wird auf einmal die U-Bahn nur kurz geführt oder sowas kann man dort nicht abbilden, was sie durch Service aber schon anbieten.
Und da hadern sie natürlich noch ein bisschen mit dem, weil sie sagen, alle Rückmeldungen, das ist ganz egal, da wird nicht darauf Rücksicht genommen, dass es zwar beim Format dokumentiert ist, dass gewisse Einschränkungen vorhanden sind, die Rückmeldung kommt trotzdem. Und zwar über Twitter und alle sozialen Medien, was schicken die Wiener Linien da für Daten, die stimmen ja gar nicht. Ne? Ja, so spannend. Ja. Die Echtzeitdaten, die über ihr Service und auch über ihre eigenen Displays allen ankommen, da liegt es nicht am Format, dass die Mist sind. Also. Naja, Mist, es ist das Allerbeste, was sie haben, sage ich einmal. Und ich glaube auch, Ich glaube nicht, dass die Daten Mist sind. Also, mittlerweile ist es auch so, das war am Anfang ein großes Problem und da merkt man auch schon, wie die Denke ist. Da wurden die Open Data über einen anderen Server angeboten als der Service für die eigenen Apps, für Quando und sonstige. Nicht? Und dieser Server, da wurde nicht viel Geld investiert, also man muss schon auch sagen, es ist ein finanzielles Thema natürlich auch. Wenn man diese Services zur Verfügung stellt, muss man schon sicherstellen, dass die auch funktionieren. Und gerade bei den Echtzeitdaten müssen die funktionieren. Wenn wir, was weiß ich, irgendwelche CSVs publizieren, da haben wir nicht große Anforderungen auf einer Plattform. Bei Echtzeitdaten müssen die wirklich funktionieren. Und da muss der Server genau die Anforderungen wie andere Services auch erfüllen und das kostet natürlich was. Und da haben wir schon den Unterschied, Wiener Linien und, sage ich mal, Stadt Wien, also so allgemein, das sind ein Unternehmen und die denken wirtschaftlich und die sagen, ich muss jetzt Hausnummer, weiß nicht, 10.000, 20.000 Euro für einen Server bereitstellen. Unsere Eigentümer sagen, wofür macht ihr das? Was habe ich für einen Nutzen davon? Ne? Okay, das heißt, müsste jetzt jemand dahergehen, der die Daten abgreift und daraus dieses GTFS-Format quasi produziert? Das geht gar nicht so einfach. Das geht gar nicht so einfach. Der Routing-Server irgendwann das blockieren, weil das zufällig auch reingeschickt werden, glaube ich. Und das wäre an und für sich ja nicht Open Data, wenn das jemand anderer machen würde. Also einer der Open Data-Grundsätze ist natürlich auch von der Datenquelle her publizieren. Und der Status ist der, also die Wiener Linien beschäftigen sich eben mit diesem GTFS-Format jetzt sehr intensiv. Es laufen auch schon Tests damit. Und da haben wir eben diese Probleme, wie Kurzführungen können nicht abgebildet werden und auch ein paar andere Dinge. Nicht? Das ist das eine, wo sie natürlich auch die eigenen Chefs einmal überzeugen müssen, trauen wir uns trotzdem. Wie gesagt, der Shitstorm kommt und die Stadträtin, das ist halt auch eine politische Geschichte, ist auch nicht erfreut, wenn ihre Wiener Linien in den Medien verrissen werden. Also das muss schon sehr abgesichert werden. Wobei wir immer wieder sagen, wenn man das gut kommuniziert, ist es gescheiter, jetzt einmal zu publizieren. Insbesondere, weil sie jetzt verrissen werden, weißt du? Weil sie nicht, das geht seit Jahren und warum zeigen sie nicht diesen Willen und so weiter. Nicht? Ist gescheiter, wahrscheinlich einmal ins kalte Wasser zu springen und einmal schauen, was passiert. Nicht? Ja. Es betrifft ja sowohl Open Source App-Entwickler als auch Google, genau, ja. Wobei, mit Google muss man ehrlich sagen, die würden auch nicht auf das Open Data Service zugreifen, sondern mit denen muss man wieder was Eigenes machen. Ja, und umgekehrt, wenn man mit Google was macht, heißt das noch lange nicht, dass es dann auch als Open Data so viel ist. Wobei, so weit sind wir schon, dass die Wiener Linien gesagt haben, wenn wir jetzt dieses GTFS-Format haben, dann werden wir möglichst gleichzeitig für Google und natürlich auch das Open Data publizieren. Das wäre sonst wirklich ein Schuss ins Knie, wenn sie das nicht machen würden. Ne? Ja. Die Statistik Austria ist auch so, ich spreche für die Stadt Wien. Statistik Austria ist auch so ein Thema. Es sind einige Datensätze auf data.gv.at von der Statistik Austria zu finden, die, wo sie sich einmal leicht getan haben. Ansonsten kommen die halt mit ihrem Argument daher, sie haben einen gesetzlichen Auftrag und in dem gesetzlichen Auftrag ist halt verankert, wie sie Daten auch weitergeben. Ich habe manche Daten verkaufen sie halt auch und das ist sogar gesetzlich gedeckt. Und da haben Sie ganz recht, solange das im Gesetz drinnen steht, können Sie auch so handeln. Nicht? Da müssten wir einmal in der Grundlage anfangen, das haben wir auch in einigen Bereichen gehabt. Wir haben auch ein Landesgesetz gehabt, wobei Landesgesetz fällt uns leichter, das können wir auch ändern. Nicht? Aber wo drinnen gestanden ist, dass man gewisse Daten verkauft oder interne Vorschriften auch, das war halt früher so.
Das haben wir mittlerweile saniert, unter Anführungszeichen. Also wo da etwas Widersprüchliches zur Open Data Initiative war, haben wir auch geschaut, dass man diese internen Regeln oder wo es auch sein muss, auch Gesetze adaptiert, weil sonst passt das ja nicht zusammen. Ne? Weil unsere Dienststellen sagen natürlich, wir müssen den gesetzlichen Auftrag erfüllen. Stimmt ja auch, ne? Ja, klar. Genau, ja. Ansatz ideologisch zu sagen, für Echtzeitdaten muss halt eine Firma wirklich zahlen, wenn sie die braucht. Ja. Also die wobei Frage, das, dann, welche sind wirklich, das haben wir in manchen Ansätzen schon, wo wirklich nach der PSI-Richtlinie wäre es eigentlich geregelt, man muss quasi die Kosten errechnen, die so eine Datenbereitstellung kostet, also ja, was das insgesamt kostet, und kann dann selbst entscheiden, was verlange ich dafür, aber es muss immer offengelegt werden, wie setzen sich diese Kosten zusammen, aber bei den ganzen Empfehlungen der EU steht auch dabei, bei digitalen Daten sind diese Grenzkosten so gering, dass man eigentlich nichts für die Daten verlangen könnte, und das hat sich auch uns bewahrheitet. Dass die Daten an sich auf jeden Fall offen frei bleiben müssen, aber auf der anderen Seite, gerade wenn es solche Daten sind, die immer nur so kurzfristig oder immer wieder zur Verfügung gestellt werden müssen, dass man Zugang zu bevorzugten Dienststellen, also bevorzugten Servern sagen kann, okay, wenn ihr meine hohe Bandbreite benutzen will, dann zahlt ihr das, genau, sonst benutzt ihr halt die allgemeine, aber die Daten sollten komplett frei bleiben. Also ich denke an solche klassischen IoT-Szenarien, oder man tatsächlich bei Echtzeitdaten extrem viele Sensoren steuern muss, und das kostet halt Geld, und das besteht, dass man das Geld dann nicht einfach so hat. Und da ist halt die Frage, ob ein. Aber da würde ich auch eher sagen, wir haben es im Geodatenbereich zum Beispiel. Also es wären alle Geodaten, das war auch eine Entwicklung, hatten wir am Anfang nicht, wenn man sich vorstellen kann, die Luftbilder, das kostet ja auch viel, diese regelmäßigen Befliegungen und so weiter. Also grundsätzlich sind die Daten frei, aber spezielle Daten in sehr hoher Auflösung, die halt viel internen Aufwand bedeuten, die werden dann schon verkauft. Aber das sind ganz spezielle Kunden, die das halt brauchen. Die große Masse bis zu einer gewissen Auflösung, die ist aber eh schon sehr gering, ich glaube sogar auf einen Meter, die sind alle frei verfügbar. Quasi das Schnupperangebot, und wenn jemand wirklich mehr braucht, dann kommt da halt ein spezielles Badgeschick. Ja? Naja, aber bei den Luftbilddaten, glaube ich, kann man das argumentieren, aber das sind nur ganz, ganz wenige, wo man wirklich speziell tut, ist sowieso schon alles frei, auch die 3D-Modelle kommen dann frei, also das war eher intern die Geschichte, dass man schauen musste, wie kann man das wirklich finanzieren, und ist dieser Verkauf so lukrativ, also gerade bei den Geodaten hatten wir einen Geoshop, und da war der, das war so im Jahr reingekommen ist, waren glaube ich 40.000 Euro. Und der Betrieb vom Geoshop hat schon 17.000 Euro gekostet. Nicht? Also haben wir gesagt, wir legen den Geoshop still. Es musste aber schon im Gemeinderat einmal beschlossen werden, dass man das tut, und es musste sichergestellt werden, dass die Vermessungsabteilung natürlich die finanziellen Mittel bekommt, um überhaupt ihre Aufgaben zu erfüllen. Nicht? Ich meine, ich kenne jetzt diese Grenzkostengeschichte vom Herrn Rift, habe ich bei Ewigkeiten auch mal gelesen, und ich glaube auch, dass er recht hat, dass er für Cloud-Services eigentlich auch schon mal gesagt hat, dass irgendwann Cloud-Services de facto nichts mehr kosten, weil sie so billig sind. Die Frage ist halt pragmatisch, wie komme ich auf dem Weg dorthin erstmal dorthin. Und ich meine, gerade mit so einem Shop zu betreiben, das verstehe ich. Ich kenne jetzt das API-Management-Bereich, oder? Also ich gebe eben wirklich nur die API, die eben wiederum dann mit Login und Zahlungsmodell hinterlegt ist, damit auch in Wahrheit Open Data widerspricht. Und früher oder später kann ich ja immer mehr Services komplett freigeben, aber erst dann, wenn ich genug Nutzer ja wiederum eigentlich habe, was wir heute noch lange nicht in jedem Fall erreicht haben, oder? So, das ist eigentlich der Weg dorthin, wo es immer günstiger wird, das Thema zu werden. Also ich glaube, dass es für uns schon gerechnet hat. Also die Donau-Uni hat einmal so eine Studie gemacht, und damals haben wir halt 80 Apps gehabt, aber wenn man es hochrechnet jetzt auf die 200 oder mehr als 200, die hätten wir ja gar nicht beauftragen können. Und die haben so eine simple Rechnung angestellt, was ist eigentlich der Mehrwert, sage ich mal, für die Stadt Wien, dadurch, dass diese Apps entstanden sind. Die haben halt einen durchschnittlichen Stundensatz gerechnet, weiß nicht, 30 Stunden pro App, aber nur so hochgerechnet, und das wäre mit den 200 Apps jetzt schon mehr als 1 Million, ich glaube 1,3 Millionen Euro, wenn man sagt, was ist eine App eigentlich wert, und das wäre nicht entstanden. Ne? Ja,
Und manche von denen sind jetzt schon kostenpflichtige Apps, manche Firmen machen mittlerweile Geschäft aus der Geschichte. Also ich glaube schon, dass man da argumentieren kann, da ist schon sehr wohl was an Wert entstanden. Weil diese Echtzeit-Datenthematik, da habe ich halt immer persönlich die größten Kopfschmerzen, weil ich mir vorstellen kann, dass das unglaublich viel Investment einfach bedarf, wenn ich das wirklich dauerhaft in Echtzeit zur Verfügung stellen will. Sie machen es ja ohnehin, nicht? Was ist überhaupt für Echtzeit-Daten? Ich meine, die von den Wiener Linien, die haben sie ohnehin, die haben dieses rechnerbasierte Leitsystem, das RBL, was die ganzen Daten hat. Und der Aufwand, den sie haben für das Service, ist ja eigentlich nur das, die schicken, dass sie die Daten auch über die Open Data verfügbar machen. Ja, nun sicher. Daten auf der Straße zum Beispiel. Ja, ich meine, da ist natürlich dann, die muss man natürlich irgendwie erheben. Wetterdaten von der ZAMK werden auch publiziert, ja. Es gibt schon einiges, ja. Bei Bettenbelegung oder solche Geschichten. Die Daten, die sie zur Verfügung stellen, sind nur eingeschränkt. Das ist nur für einige paar Wetterstationen in Wien und nur von der Hohen Warte. Sie haben andere Daten auch, die gibt es aber dann nur über die Webseite oder über den ORF. Ja. Also sind eingeschränkt und die Daten sind auch allgemein, die sie zur Verfügung stellen, selbst für den ORF und so, sind immer eine Viertelstunde Zeit verzögert. Also sie haben die Daten sicher schneller, aber die kriegen wohl nur die zahlenden Kunden. Ja. Bei der ZAMK verstehe ich es fast wieder, die sind auch ein Unternehmen, und der muss das auch irgendwie erwirtschaften. Nein, ist eigentlich eine nachgeordnete Organisation des irgendeines Ministeriums, das BIMFIT, glaube ich. Hat einen hoheitlichen Teil, das heißt, wo sie Gesetze erfüllen müssen, ist aber auch unternehmerisch tätig. Und das müssen sie natürlich alles erwirtschaften. Ne? So, das ist eine gewerbliche Frage. Ja. Wobei, dort ist einiges passiert, da ist ein Kollege aus dem Bundeskanzleramt IT-Leiter geworden, der Günter Czapuschnik, und seit er dort ist, macht die ZAMK Open Data. Also es ist schon auch ein Mindset, er hat das mitgebracht, hat seinen Chef davon, hat dazu eigentlich begeistern können, es waren schon mehr Great Camps auch auf der ZAMK. Also genauso wie bei uns, glaube ich, dass es eine Sache ist, die ein bisschen Zeit braucht, um eben in die Köpfe zu kommen und eben zu sehen, es passiert nichts und eigentlich habe ich vielleicht eh nicht so viele Einkommensverluste auch durch Open Data. Im Gegenteil, vielleicht kann ich mehr Kunden auch anlocken. Ne? Also für 21 Wetterstationen sind es zurzeit drinnen die Daten in der Open Data. Ja. Ich habe da ja ein paar Beispiele mitgebracht, was wir noch publizieren. Eben die Echtzeitdaten der Wiener Linien, Geodaten, viele Statistikdaten. Gern genommen werden die Top 100 Vornamen in Wien, da gibt es schon einige Apps wie Babybenamsen und sonstiges, wo man schütteln kann, so eine Last-Minute-Benamsung, wenn das Kind auf der Welt ist, wie darf man es jetzt? Ja. Ich hätte noch was zur Echtzeitdaten. Mir ist aufgefallen, dass ich jetzt den Praktiker verlängert habe, im 12. Bezirk im Bistrating, jetzt nämlich schon Monitoring mit Warteschlangen-Daten. Ja. Das ist ja natürlich auch genial, wenn man die irgendwo in Echtzeit... Das sind, glaube ich, sogar die Wartezeit. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ich kenne leider nicht alle 300 Datensätze. Gibt es, glaube ich. Ja. Es gibt da Wartezeiten, ja. Ja. Leider ist es nicht so einfach zu finden, aber einmal Wartezeit eingeben auf datagv.at. Mal schauen, was passiert. Ja, ein paar Beispiele, was mit den Daten passiert ist. Der erste war die Toilet Map Vienna. Jede Stadt hat ihre Toilet Map und auch wir haben sie. Das war der Robert Hamm, der die in der gleichen Nacht, wie wir die ersten Daten veröffentlicht haben, sogar kreiert hat. Hat den Content Award 2011 damit gewonnen. Dann haben wir viele, viele Apps zum Thema Parken in Wien. Das ist anscheinend ein wirkliches Anliegen der Bevölkerung, sage ich mal. Wobei ich sage, da sieht man zum Beispiel, was wir für einen Nutzen von der Open Data haben. Diese App beispielsweise ist in mehreren Sprachen verfügbar. Und wir würden unsere Angebote wahrscheinlich Deutsch einmal anbieten, wenn es gut hergeht, Englisch. Aber mit den weiteren Sprachen tun wir uns wahrscheinlich schwer als öffentliche Verwaltung auch, weil da müssten wir es weltweit, ich weiß nicht, Chinesisch sonst was anbieten. Und ich hatte auch schon Anrufe, zum Beispiel aus Russland, also da weiß ich, dass die Daten auch verwendet werden, eben für russische Touristen,
auch mit eigenen Apps sie in Wien irgendwie zurechtzufinden. Ne? Also da sieht man, das geht dann schon über unsere Grenzen hinweg. Die russischen Apps, also die Entwickler werden wahrscheinlich ihre Apps nicht bei uns melden, da sage ich, das sind die in der Dunkelziffer. Ne? Das wissen wir nur durch die Datenzugriffe, dass die durchaus auch international passieren. Also wenn man so nachschaut. Dann war einmal, ja, 2013 sind die ersten anderen Apps, also nicht nur die, die Points of Interest benutzen, sondern auch ein bisschen mehr so an Geschichten bieten. Da war eine Kombination eben von den Daten, die wir publiziert haben, mit eigenen erhobenen Geschichten zu kretzeln. Story Hunter hatte, und da konnte man, wenn man bestimmte Ziele besucht oder Grätzl besucht, auch Abzeichen sammeln und gewinnen. Also das hat damals beim Content Award 2013 überzeugt als Gewinner-App. Dann Wave von unserem Lieblingsentwickler, von Patrick Wolowitz, der ist sehr bemüht, auch die Wiener Linien zu motivieren, in Richtung mehr zum Thema Echtzeitdaten zu tun. Der hat vor einiger Zeit Wave entwickelt, und zwar ist es eine App, wo man mit Spracheingabe arbeiten kann, zum Beispiel fragen, wann kommt die nächste BIM. Seine WEF musste aber auch erst Wienerisch lernen, weil BIM war nicht so einfach mit der Sprache zu erkennen. Das heißt, er musste das dann übersetzen, ja, wann kommt die nächste Straßenbahn, und verwendet zum Beispiel eben die Echtzeitdaten der Wiener Linien, aber auch Luftwerte, Bäume, Parkanlagen und so weiter, auch schon Cardo-Gos und so weiter. Ne. Hat viel gewonnen im Jahr 2016. 1, 2, 3, 4 Challenges hat er mit dieser App gewonnen. Und tut auch weiter, ja. Ja. Genau, ja. Mhm. Ja. Und schaut eben, dass er das auch als Chatbot anbietet, genau, ja, über andere Plattformen, ja, wie Facebook Messenger, mhm, Amazon Alexa und so. Genau, ja. Das ist ein echt gutes Projekt. Ja, ja. Also mit dem sind wir in sehr guten Kontakt, und der motiviert unsere Dienststellen auch sehr. Das ist einer zu denen, die wir als regelmäßigen Gäste für unsere Dienststellen haben, weil kann man sich vorstellen, dass er da gut ankommt mit seinen Dingen. Ja, der hat auch, ja, am Hackathon, mhm, am Sonntag einen der ersten Preise. Hat schon wieder einen Preis gewonnen. Der ist jetzt einem Pioneer. Okay. Was mir persönlich sehr gut gefällt, haben wir auch integriert auf unserer Open-Plattform, ein deutscher Entwickler, kennen wir auch persönlich, den Thomas Dursic aus Berlin. Der hat die Datenwaben kreiert, und die sind so auch interaktiv zu bewegen. Wenn man draufklickt, dreht sich die Wabe auch um, bekommt eine Erklärung zu den Datensätzen und kann auch zu den Datensätzen dann hin verlinken. Also das gefällt mir insofern recht gut, weil es auch Daten irgendwie sichtbar macht. Und das haben wir schon mehrmals verwendet, auch für Printmedien und so weiter, weil es ganz einfach eine nette Darstellung von Daten ist. Nette Idee, finde ich. Und da kommen diese Wabenformen eben auch her. Ja. Ja. Ja, wo Daten zu finden sind, habe ich eh schon gesagt. Wer offene Daten verwendet, bitte auch alles das nutzen, was wir sonst noch anbieten. Es gibt das Open Data Insight Label, das man auch selbst verwenden kann. Wenn man das verwendet, dann wird man auf dieser Open Data Insights Seite auch gelistet. Das heißt, wieder ein zusätzliches Sichtbarmachen von Anwendungen, die offene Daten verwenden. Das war Initiative der Open Knowledge Österreich. Dann könnte man eben diese Anwendungen auf DataGV.at einreichen und auch auf dem Open Data Portal, dass sie dort gelistet werden. Dann habe ich noch mitgebracht ein paar Wiener Termine, zu zeigen, wir haben das Jahr schon vorgeplant, das heißt unsere nächsten Datenphasen, und auch die herzliche Einladung, falls Sie Zeit finden, bei einer unserer Open Government Plattformen teilzunehmen. Ja. Und was wir noch haben, und was ich auch sehr ans Herz legen möchte: Wenn Sie eine Idee für OGD haben, die ich gerne noch in den letzten 10 Minuten auch von Ihnen abfragen möchte, auch durchaus dort einreichen. Also wir schauen uns, das finden wir auf openwien.at, und ganz links Ihre Idee für OGD, ganz einfach dort posten, und wir kümmern uns darum und recherchieren auch intern, ob wir diese offenen Daten haben, und posten auch dann eine Antwort zu unserer Recherche.
Ja, und jetzt wollte ich gern noch Ihre Ideen abfragen. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Machen wir ein kurzes Brainwriting. Wenn Sie eine Idee haben, ich würde die ganz gern mitnehmen, dass Sie eine Idee formulieren, dann nach einer Minute weitergeben an den Nächsten. Also drei Personen wären immer so ein Team. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und Sie machen es zu zweit. Hm? Ideen zu Datensätzen? Ja, sehr leicht. Zu Datensätzen, wie wir uns weiterentwickeln könnten, was Sie aus meinen Schilderungen meinen, dass die öffentliche Verwaltung noch tun sollte, dass die Geschichte ein bisschen mehr pumpt, was Ihnen fehlen würde oder was Ihnen fehlt, um Open Data zu verwenden. Stifte habe ich auch noch mit, ich hoffe, dass Sie schreiben. Einfach schreiben. So wie beim Brennreiten, alles ist erlaubt. Haben Sie einen Kuli mit? Haben Sie einen Kugelschreiber mit? Ja. Eine Idee, zwei Ideen, drei Ideen wären natürlich super. Und dann an den Nächsten weiterreichen, wenn Sie es geschrieben haben, dass man diese Idee quasi noch ein bisschen verfeinert. Die würde ich ganz gerne mitnehmen. Ja? Ja, also Wiener Linien, das sind nicht Straßenbahnen, Busse, ja, U-Bahnen. Ja. Aber man schon meinen eigenen Straßenbahnmonitor auch gebaut hat. Also ja. Metalab gibt es ja sowas schon. Ne? Ja, den haben wir, glaube ich, eh unter Anwendungen auch gelistet, gell? Ja. Nein, weiß jetzt gar nicht. Ja, das wäre eine Aufforderung, bitte unter Anwendungen herzeigen, weil das motiviert natürlich die Wiener Linien, behaupten also das Management der Wiener Linien, es gibt keine Anwendungen mit den Open Data, nicht? Ja. Und ich glaube mittlerweile sind schon zwischen 20 oder 30, ich schaue auch nicht regelmäßig, aber zwischen 20 und 30 gemeldete Anwendungen und jetzt können sie es eigentlich nicht mehr leugnen, dass diese Daten nicht verwendet werden. Wenn das so schön zugänglich ist, ist ja kein Thema, dann ist das super. Aus dem Nähkästchen gesprochen, weil es halt andere Datenquellen auch sind. Ja. Das ist ein Thema das der Data Governance auch, diese Dinge alle zusammenzubringen. Wenn Sie einen Akte stellen, IDs, und dann haben Sie halt eine Liste gemacht, wo Sie die IDs zu den Haltestellennamen zuordnen. Aber das ist halt, es gibt in der Zwischenzeit eine Anwendung im Web, die RPL, wo du nach der RPL-Nummer suchen kannst, beziehungsweise und die brauchst, um das zum Beispiel für die eine Anwendung, die das Metalab verwendet, brauchst die RPL-Nummer und es gibt eine, irgendwo im Netz bereits eine Möglichkeit zu suchen, der da dann die RPL-Nummer für diese Haltestelle dazu listet. Ich habe mir die Java Anwendung so umgebaut, dass er mir die RPL-Nummern zur Haltestelle dazu sagt. Dass er mir leichter tut, kann man dann wegschalten wieder. Aber also wenn es dann hast, deine Umgebung passt. Ne? Okay, gehen wir es weiter. Wirklich toll. Das heißt, die zweite Person sollte aufgrund der Idee vielleicht das weiter weiterdenken, weiterentwickeln oder auch vielleicht gibt es noch eine Idee, die man dazu schreiben kann. Ich glaube, ich habe das Konzept falsch verstanden. Kann man das lesen? Oh, einfaches. So, was wäre Machine-Driven Discoverability, ja? Einfaches Catalog-Crawling für Private, also quasi, dass man einen Einstiegspunkt hat für einen Metameter-Katalog, der Verbindungen hat zu, also nach dem Hetios-Prinzip, dass man dann einfach quasi über die Maschine ein Format hat, dass man sagt, ich crawle mich jetzt durch und kann quasi selber einen Katalog führen über die Daten, die... Können dann schon vorbereiten, ja. 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 Und das zweite? Metadatengrafen.